Halbschriftlich dividieren. Ja, halbschriftlich insofern, dass man sich ein paar Kleinigkeiten mit hinschreibt. Ansonsten machen wir das normalerweise im Kopf, weil wir haben das einmal eins geübt und wenn man das kleine einmal eins kann, kann man das große ganz super erledigen. Ein Link, wie man einmal eins überhaupt übt, also einstudiert erstmal, der kommt hier, später kommen noch andere Links hier oben. Achtet auf das i, ihr könnt dieses i ruhig mal anklicken, anwählen, dann bleibt dieses Video hier stehen. Aber fangen wir mal ganz einfach an und zwar mit solchen Sachen wie diesen Aufgaben. Und ich habe Folgendes vor. Wir nehmen das gleich als Übungsvideo und ich erkläre kurz und ihr macht dann die nächsten Aufgaben selbst und ihr haltet das Video ganz einfach an, löst die Aufgabe und dann drückt ihr wieder Start und das Video läuft weiter und ihr seht, wie ich es gelöst habe. 40 durch 4, das kennen wir, das ist im 1x1, ne? 4 mal 10 ist 40, also das muss 10 sein. Das ist auch nicht schwer. Und hier bei 120 durch 3, da sagt man, naja, das geht wie 12 durch 3 ist 4 und dann hängen wir einfach die 0 hinten dran. Oder wir wissen es schon, 120 durch 3 ist 40, dann schreiben wir es gleich hin. Das gleiche bei 270 durch 9 muss dann wohl irgendwie 30 sein. Warum? 27 durch 9 ist 3 und es heißt aber 270, also hänge ich die 0 noch mit hinten dran. Das gleiche hier, 72 durch 8 ist 9 und die 0 hinten dran gehängt und fertig. Hier sage ich 15 durch 5 ist 3 und ich muss zwei Nullen hinten dran hängen. So macht man es halbschriftlich, ohne dass man sich überlegt, 1500 durch 5, na, das müssten 300 sein. Ja, kann man auch. So, das gleiche, 36.000 durch 4. 36 durch 4 ist 9 und jetzt hänge ich die drei Nullen hinten dran. Gut, das gleiche mit 56 Millionen. 56 durch 7 ist 8 und jetzt 1, 2, 3 und nochmal 1, 2, 3 Nullen hinten dran gehängt, müsste ganz leicht sein. 8.000 durch 4, 8 durch 4 ist 2 und die 3 Nullen hinten dran, das war nicht schwer. Gut, das bis dahin. Was mache ich aber bei 44 durch 4? Da sage ich, naja, 40 durch 4 ist 10. Und jetzt kommt das, jetzt schreibe ich mir die 40 in Gedanken drunter oder ich schreibe sie wirklich drunter und sage, wie viel bleibt denn jetzt noch hier übrig? Wenn ich die 40 ja schon hier aus der 44 rausgenommen habe, na 4, 4 durch 4 ist 1. Gut, 44 durch 4, die Schnapszahl, die kennt jeder. Probieren wir das gleiche mit 48. In der 48 steckt die 40, also 40 durch 4 ist 10, aber ich schreibe keine 0 hin, sonst schmiere ich dann was drüber. Und ich sage, wie viel bleibt noch übrig? Ich ziehe also ab, 8 bleiben übrig, 8 durch 4 ist 2. 60 durch 4. In der 60 steckt die 40. 40 durch 4 ist 10, aber ich schreibe die 0 noch nicht hier hin. Ich ziehe ab, was bleibt noch übrig? 20 durch 4 ist 5. Und so weiter. 96 durch 8 und 45 durch 3 und 56 durch 4. Die Aufgaben schreibt euch mal ab und macht das genauso wie ich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich drücke jetzt die Pausetaste, ihr werdet es gleich sehen. Und ihr macht das auch und dann geht das. Na, habt ihr es auch so? Also 12 kommt raus, 15 kommt raus. Und hier. Wenn nicht, dann spult das Video nochmal nach vorne und guckt euch mal diesen Teil der Erklärung an. Ich erkläre es aber mal ganz kurz. In der 96 steckt die 80. Also schreibe ich die 80 ruhig drunter. 80 durch 8 ist 10. Also schreibe ich hier eine 1, aber keine 0 hin. Ziehe ab 16. 16 durch 8 ist 2. Hier das gleiche. Hier steckt die 30 drin. Dann bleibt nach dem Abziehen 15 übrig und so weiter. Das dürfte nicht so schwer gewesen sein. Gucken wir uns mal die nächsten Aufgaben an, die ich mir so überlegt habe. Und jetzt zeige ich euch mal an der ersten, wie ich es mache. Das geht einfacher. 3 durch 3 ist 1. Jetzt bleibt übrig, 6 durch 3 ist 2. Mal sehen, ob das hier auch geht. 8 durch 3, da steht, ist eigentlich nur eine 6 durch 3 ist 2. Was bleibt übrig, wenn ich hier eine 6 drunter mir denke? Nein, ich schreibe sie mal hin. Ich schreibe sie mal in blau jetzt hin hier. Dann bleibt übrig 2. Wenn ich hier also abziehe, bleibt 21 übrig. Eigentlich habe ich eine 60 draus gemacht, ne? Also wer das will, der schreibt sich ruhig hin. In der 81 steckt die 60, durch 3 ist 20 und 21 durch 3 ist 7. Gut, 75 durch 3. Macht die mal bis hierher. Drückt die Pausetaste, wir sehen uns gleich wieder.
Na, guck mal. Also 75. 7 durch 3 ist 2 mal. 2 mal 3 ist 6. Also ich habe hier eine 60 hier drin versteckt. Dann bleibt nach Abziehen 15 übrig, 25. Das gleiche hier und hier und hier. Wenn nicht, wie gesagt, nochmal vorspulen, nochmal selber erklären und dann selber nochmal üben. Ja, jetzt macht mal die anderen und drückt wieder die Pause-Taste, schreibt sie ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, hier, guckt, hier sind die Ergebnisse. Gut, merkt ihr was? Ich habe schon gar keine 20. Ich hätte eigentlich gesagt, in der 34 steckt die 20. Ich habe da schon gar keine 20 mehr hingeschrieben, sondern ich habe einfach gesagt, 3 durch 2 geht nur einmal. Einmal 2 ist 2, habe ich einfach drunter geschrieben. Das ist die Vorstufe zum schriftlichen Dividieren. Nebenbei nochmal die Links zum 1x1 üben, also richtig trainieren. Da werden Aufgaben gestellt. Guckt mal hier, dann könnt ihr das sogar im Schlaf, beim Einschlafen üben. Oder das 1 durch 1, genauso. Oder hier bei der 51 durch 3 habe ich gesagt, naja, 5 durch 3 geht nur einmal. Einmal 3 ist 3. Drunter geschrieben, habe die 2 hingeschrieben. Na, ich musste also nicht eine 30 hinschreiben, sodass man immer denkt, ah, hier muss ich noch eine 0 hin. Mal, nö, gar nicht. Sondern ich habe einfach gesagt, so, dann bleiben hier 2 übrig, dann habe ich mir die 1 dazu geholt. Ich hätte auch sagen können, ich mache es mal in einer anderen Farbe hier. Ich hätte auch sagen können, 30, 51 minus 30 bleibt auch 21. Aber das habe ich ganz bewusst so nicht gemacht, denn das geht dann viel leichter und man spart sich einen Haufen Schreiberei. Wobei, wie gesagt, man kann es auch alles im Kopf machen, allerdings da muss man im 1 durch 1 und 1 mal 1 sehr fit sein. Schaut ruhig mal hier oben auf die Links. 12 durch 2 ist 6, 6 mal 2 ist 12. Ne? Also das steht da drunter, bleibt nichts übrig. Hier die 0, die habe ich mir aber geschenkt. Die brauche ich eigentlich gar nicht, diese 0. Und dann bleibt noch die 8 übrig. 8 durch 2 ist 4. Und das gleiche hier. 21, da passt die 6 dreimal rein. 3 mal 6 ist 18. Lieber drunter schreiben. Und das ist dann das genauere Rechnen, das vorher war Schätzen. Und jetzt bleiben 3 übrig, wenn ich von der 21 18 abziehe. Und 36 heißt die neue Zahl, die ich nochmal durch 6 dividieren muss. Und so geht das immer weiter, immer weiter. Jetzt gucken wir nochmal ganz schnell auf was ganz Böses hier. Oder scheinbar Böses. Versucht das gleiche mal mit diesen Zahlen. Also nur bis hierher. Nur bis hier. Und ich drücke Pause-Taste und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Habt ihr es auch so? Ne? 83 kommt raus und 97. Das geht also egal mit welchen Zahlen, das kann man immer so machen. Wenn ich durch einstellige Divisoren teile, dann geht sowas ganz gut. Durch zweistellige wird schon spannend, aber auch, wie gesagt, Links zur schriftlichen Division und so weiter, die füge ich dann zum Schluss an. Da werdet ihr es dann sehen, dass dieses Verfahren hier eigentlich ein bisschen eleganter zu machen ist und ein bisschen besser. Gut, gucken wir uns nochmal die letzte Aufgabe an, die sieht scheinbar groß aus. Hier sage ich, warte mal, in der 65, da steckt die 63 drin. 63 durch 9 ist 7. Na, 7 mal 9. Jetzt schreibe ich die 63 einfach drunter, ziehe ab, es bleiben 2 übrig. Ich hätte eigentlich hier lauter Nullen hinschreiben müssen, ne? Oder machen wir das mal. Nehmen wir mal an, ich hätte hier noch eine 0 drunter geschrieben, dann wäre jetzt 20 durch 9. 20 durch 9 ist, ne, von 650, 630 abgezogen, sind 20. So. 20, da passt die 9 zweimal rein. 2 mal 9 ist 18. Na gut, eigentlich hätte ich hinschreiben müssen 207 durch 9. Aber dann wäre es zu spannend geworden. Leichter geht es eben so, dass ich sage, nee, 20, ich ziehe hier ab, bleiben 2 übrig und jetzt hole ich mir diese 7 hier dazu. 27 durch 9 ist 3 und dann bin ich fertig. Jetzt mache ich es mal so, wie es dann wirklich in der schriftlichen Division gemacht wird. Also das ist so ähnlich, aber ich schreibe eben nicht solche Nullen hin. Machen wir das mal in grün. Man sagt, passt die, die 6 passt die 9 nicht, also nehme ich mir gleich die 65. 65, da passt die 9 7 mal rein. 7 mal 9 ist 63. Jetzt mache ich einen Strich drunter und ich behandle nur vorne diese beiden Zahlen und ziehe die voneinander ab, bleiben 2. Jetzt, und das macht man dann immer so, hole ich mir die nächste Ziffer runter. Jetzt heißt die Aufgabe 20 durch 9 ist 2. 2 mal 9, jetzt rechne ich genau. Ist 18 und ziehe wieder ab. Es bleiben 2 übrig. Jetzt hole ich mir die 7 dazu. Eigentlich mache ich so ähnlich wie hier, ne? Bloß eben etwas genauer. Ich schreibe hier nicht noch irgendwelche Nullen hin oder sowas. 27 durch 9 heißt die Aufgabe und das ist 3. Dann kommt das gleiche raus. Wie das dann, wie gesagt, funktioniert,
hier Aufgaben links zu, das füge ich jetzt hier zum Schluss an. Und ja, ich hoffe, diese Idee, das eigentlich im Kopf zu machen, und wenn man es nicht ganz im Kopf kann, schreibt man sich schnell nochmal Zahlen hin, die hat euch geholfen. Gut, ich wünsche euch was. Tschüss.